Dankeschön. Merci beaucoup. Thank you. Hoher Besuch im SOS Kinderdorf Santo in Haiti. Am Sonntag, 23. Mai, kam Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel. Selini Darius, der Direktor der SOS Kinderdörfer Haiti, dankte dem Minister für die Hilfe, die das Dorf und das Land nach dem Erdbeben vom 12. Januar von deutschen Organisationen erhalten hatte. Der Minister aber brachte eine noch bessere Nachricht mit. Zugesagt, für dieses Jahr zu fördern, eine zweizügige Schule, die SOS Kinderdorf errichten wird als öffentliche Schule. Und im kommenden Jahr, auch angelehnt an eins der SOS Kinderdörfer, eine Krankenstation mit einem Gesamtvolumen, beides zusammen von ungefähr 1,3 Millionen Euro. Herzlichen Dank. Das sind super Nachrichten. Bei einem Rundgang durch das Dorf besuchte Dirk Niebel ein Haus und plauderte mit der Kinderdorfmutter und ihren Kindern. Er besichtigte Übergangsunterkünfte für unbegleitete Kinder, die nach dem Erdbeben ins Dorf kamen. Über 500 solcher Kinder wurden von den haitianischen Behörden nach Santos gebracht. 140 von ihnen wurden inzwischen wieder mit ihren Familien vereint. Bei allen anderen wird noch gesucht, ob es überlebende Angehörige gibt. Der Minister wollte nicht nur mit Versprechungen kommen. Für die Kinder hat er auch ein paar Utensilien für Sport und Spiel mitgebracht.